Bin ja froh, dass ich nicht nachgesehen habe, was mit der Jackdaw passiert ist. Sonst wäre das hier nicht halb so schockierend gewesen. Ah, mein armes Mädchen. Schweigeminute, Männer! Für meine alte Heimat! Was für Billigkanonen! Ich bin Qualität gewohnt. Mach mal was dagegen, Alevo Alle. Es geht so nicht weiter mit uns. Ah, ich find's lustig. Lass es mich lustig finden. Machete! Geschmiedete Stahlmachete! Ich kann sie ja nehmen. Kaufen für null. Aber ich behalte trotzdem meine Maya-Machete. Tragbare Kanone. Kann ich noch nicht ganz. Aber irgendwie ist die Präzisionsbüchse auch mehr so das, was ich haben will. So, Beutel, Munition. Schlafpfeile, Mama, voll. Knallkörper, sinnvoll. Wurfpfeile, Rauchbomben, ebenso. So, Jagdbeute verkaufen, Fracht verkaufen, rum. Aber warum ist er rum weg? Weil der Captain alles verkauft hat. Er hat sein Leben lang mit versoffenen Piraten abgehangen und will dieses Laster endlich loswerden. Der eine sah gerade aus, als hätte er einen Bart, weil er so komisch geleuchtet hat. So, Schiff. Kanone oder Mörser? Weißt du was? Beides. Mehr Kanonen. Mehr Mörser. Gut. 5000. Das Geld hätte ich, das Eisen nicht. Rumpfausbau. Hätte ich vielleicht eher machen sollen. Egal. Ich habe noch ein Metall. Jaha. Wisst ihr übrigens, was auch absoluter Quatsch ist? Dass die Kanonen oben an Deck sind. Ich hab gelesen, dass das historisch nicht so war, weil das Schiff obenrum viel zu schwer gemacht hätte und deswegen begünstigt hätte, dass es kentert. Das hat Assassin's Creed aber bewusst ignoriert. Ne, hier sind wir wieder bei dem Thema, wisse, welche Regeln du brichst. Weil sie wollten, dass der Spieler sieht, was für einen Fortschritt sein Schiff macht, weil die Kanonen sind ja immer prestigeträchtiger geworden. Der gesehen, die waren am Ende Messing Golden bei Edward und am Anfang halt so verrostete, rottige Dinger. So, was steuere ich als nächstes an auf unserer Kaperfahrt durch ein Viertel der Karibik? Ja, Ile de Fée. Eine einzige Kiste. Mehr Segelmänner! Feuer! Quietsch, quietsch, quietsch! Ich weiß immer nicht, ob das Möwen sind oder so kleine Robohunde. Die gab es damals immer, die haben so quick, quick, quick und dann eventuell einen Salto oder so gemacht. Ich weiß nicht, teilweise klingt die Musik nach Freiheit? Ist da gerade jemand von Bord gefallen? Korbsegel reffen! Teilweise klingt die aber auch irgendwie, als wäre sie in einem Opernhaus aufgenommen worden, was für mich nicht wirklich Sinn ergibt. War das gerade eine Möwe oder ist jemand vom Schiff gefallen? Setzt jeden voll Segel! Ich habe nur so einen schwarzen Fleck links im Augenwinkel gesehen. Rein aus dem Wind! Alle Segel reffen! Holt alles nieder! Hief! Hief kräftig! Bist du gerade vom Schiff gefallen? Gebt mir etwas Fahrt! Achtet mal auf den Heinz, der gerade hochklettert. Hüa!
Ich fahre mal ein bisschen um die Insel rum. Da! Ist vom Schiff gefallen! Alles reffen, Jungs! Mann über Bord! Wie bescheuert ist denn das? Sollen wir ihn holen oder wird er von alleine kommen? Ich sehe ihn aber auch nicht. Biegen, Junge! Dann hört sie schon Spuren. Los, hin! Treff die Top- und Bremssegel! In die Wanten! Alle Segel reffen! Na, der wird sich schon wieder anfinden. Mann, wir sind vorne bei der Insel. Schwimmen wir zu dieser. Ah, guck mal, da ist er wieder. Segel reffen! Raus aus der Böe! Seesegel halten! Ich hab nur nicht drauf geachtet. Aufgehalten! Nehmt Druck vom Baum! Alles bergen! Keine Segel! Zum Ankern! Matrose! Wir alle lieben die See, aber nimm es nicht zu sehr in Anspruch, dein Recht schwimmen zu gehen. Irgendwann drehen wir nicht mehr um. Alter, der Wellengang hier ist wirklich krasser als im anderen Spiel. Ja, richtig, ich muss den Knüppel gedrückt lassen, damit er sich bewegt. Ergibt Sinn. Ile de Fay, auch erledigt. So ist den Eindruck, dass unser Schiff gerade voll untergeht. Kriegsschiff Poseidon. Nee, das da hinten ist unser Ziel. Es sei denn, der feuchte Jimmy gleich macht wieder einen Abflieger. Und diesmal lasse ich ihn. Außer Großbergen! Na, guck dir das mal an. Die Invincible. Und eine Brick. Was soll schon schief gehen, außer dass der feuchte Jimmy wieder runterfällt? Auf Position! Wärts bald! Böser Feuer! Feuer! Das ist der Schwachpunkt! Triff sie doch! Feuer! Feuer! Jagt da ein paar Kugeln hinein! Jetzt raus! Feuer! Captain, bleib aus der Reichweite, Ade! Raus aus der Böe! Das Fluch der Augen! Sind gleich bereit! Feuer! Und alle!
ihr Schwachpunkt. Feuer! Sie dort! Segel sind... Vor sowas habe ich Angst gehabt? Ernsthaft? Rahm- und Maussegel festturm! So viel Segel wie ihr könnt! Oh, jetzt wird's gleich mäuselig hier. Diesmal haben sie uns! Bereit zu feuern, Captain! Das ist Gegner Captain. Für uns, Captain! Topsegel öffnen! Bleib außer Reichweite, Ade! Öffnen und trimmen! Setz! Willst du dich selber wegbummeln? Bleib außerhalb ihrer Reichweite! Feuer! Ein Hauch! Gib dem Wind nach! Verwundbar, Captain! Bereit zu schießen, Captain! Feuer! Volles Segel! Das kommt Feuer! Kontra auf den Grund! Rein aus dem Wind! Kopfsegel öffnen! Seesegel heißen! Los! Ist schon noch was! Feuer! Mehr Segel! Alle Segel! Tja, der Schuss war wohl gewassert! Wir wurden getroffen! Haltet euch fest! Sie wird uns rammen! Er wird uns rammen! Mars und Topsegelbergen! Los, Segel! Feuer! Das ist ihr Schwachpunkt! Feuer! Ist sie dort! Ja, Feuer! Feuer! Raus aus dem Wind! Auf dein Zeichen, Captain! Feuer! Das ist Ihre Schwachstelle, Captain! Wir stehen am Tor zur Hölle! Gegner feuert! Sollen Sie machen, solange Sie uns nicht treffen, ist mir das Wumpe. Achtung! Aber ich lasse mich nicht um mein Metall betrügen. Raus aus der Höhe! Ein guter Treffer Feuer! Kann reichen! Ihr müsst mein Schiff reparieren. Weichlinge. Zieht mich näher ran, Männer. Nerv. Aha. Wir sind wie dumm gelaufen. So, bitte reparieren. Und mit dem Sklavenschiff werde ich meinen Bekanntheitsgrad zurücksetzen in deiner Ruhe. Großsegel, los geht's! Hoch, Männer! Was hat das eigentlich außerdem geladen? Oh, 200 Metall, gerne doch, gerne doch. Ich könnte allgemein mal alles einsammeln, was hier so rumliegt noch. Kriegsschiff 49. Nicht für Rum und Zucker. Nur Metall wird mein Herz erfreuen.
Und Holz. Holz brauchen wir auch noch ein wenig, um den Rumpf auszubauen. Ich habe alles außer Holz, Metall und Stoff bekommen. Gebt dem Wind nach! Aus dem Wind, Jungs! Nehmt Druck vom Mast! Ich nehme mir die Kundschaft, dann nimm du dir den Rest vor. Das war ungünstig. Schneller, Ale, Ale. Hab mir doch nicht so eine Angst, Alter. Lassen wir das. Also ich will gerade einen epileptischen Anfall. Das ist kein Trick. Ihr könnt gehen. Ja, das ist immer der gleiche Typ, der da rauskommt. Busa! Nicht mehr so viel für die besondere Belohnung. Und wir haben jetzt gratis Munition. Sehr schön. Und ich konnte meine Bekanntheit nicht senken. Anker! Lichten! Gib mir Munition. Kostet ja nix. So, Donnerbüchse, tragbare Kanone. Mhm. Die Reichweite Streuung ist höher. Ja, aber ich bin lieber präzise und lang. Aber ich könnte sie herstellen. Ich stell sie mal her. Jetzt hat er auf einmal einen Bart. Das hat er vorhin nicht gehabt, oder? Oder doch? Oder doch? Okay, was könnten wir noch machen? Wir könnten... Oh, kostet die Munition irgendwas? Nein! Wir sind unschlagbar jetzt, ne? Jetzt will ich aber auch irgendwie wissen, was die besondere Belohnung ist. Ihr nicht auch? Ihr bestimmt auch, oder? So, was fehlt uns noch? 5.000 Metall fehlt uns noch.
würde sagen, wir schippern einfach weiter. Und hoffen darauf, dass die Jäger genug Material dabei haben. Captain! Die hatte ich. Ja, die hatte ich. Die noch nicht. Und hier. Kambalan fehlt uns noch eine Truhe? Ernsthaft? Wie konnte ich die vergessen? Gebt mir etwas Fahrt! Rum und Zucker brauche ich nicht. Dann mal lieber eine Schnellreise nach Cumberland. Arrête, attends-moi! Tut mir leid, keine Zeit für so einen Blödsinn. Aber dann mal, was mache ich da? Wo ist eure Truhe, Matrosen? Okay. Aber es hat mir noch immer nicht die Truhe gezeigt. Ich weiß, dass es geht, ist das irgendwie viel lustiger. Als die so von hinten seitwärts, verstehst du? Okay, die Truhe hatte ich gleich am Anfang. Waren da nur eine in dem Camp da oder waren das zwei? Ist eine, ja. Nicht, dass ich Geld bräuchte, aber ich gehe nicht ohne diese Truhe. Hier geht's ums Prinzip. Dass sie irgendwo auf dem Scheiß hier ist.
Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo ich mir denke, das muss irgendwo auf einer der Sandbänke sein, weil wo sonst? Was hat das Schiff da wohl geladen? Ich habe mir noch nie so ein Schiff vorgenommen, ohne es vorher abzuballern. Bringt das was? Ich konnte mich noch nie an so ein Schiff ranschleichen. Hallo. Wie ist es? War etwa? No tengo a tiro. No te escaparás tan fácilmente, maldito. Puedo disparar. Esa rata está a tiro. Es mío, puedo darle. ¡Mateando! Okay, und das bringt uns jetzt was? Nichts. Ich kann ja mal drauf ballern, mal gucken, was dann passiert. Dieses Sklavenschiff interessiert mich ein bisschen. Sind es drei Kriegsschiffe? Oder ist es weniger? Scheint immer nur eins auf einmal an diesen Gewässern zu sein und es scheint immer das gleiche zu sein. Ich meine, wie das hier verstählt wurde. Ist ja fast ein U-Boot. Ja, da. Ja, nee, ist klar. Befehle! Sie ist geladen! Ist er das? Vieren, Fahrt aufnehmen! Blähsegel einholen! Was ist denn, wenn ich die Ente? Vorsicht, Ade! So viel Segel, wie ihr könnt! Ja! Das Ruder, Ade! Du versenkst uns! Schritt weiter, Ade! Ah ja. Wenn ich vorher alle an Deck ausscheide, gehört das Schiff gleich mir. Alter, ab's! Feuer! Feuer! Ja, Captain! Nur ein gut platzierter Schuss! Feuer! Auf dein Zeichen! Öffnet die Hauptsegel! Aufgeheim! Nehmen Sie uns runter, die Walle! Feuer! Wir wurden getroffen! Feuer! Bereit hier! 20 Metall? Feuer! Das ist mir jetzt ehrlich gesagt nicht wert. Scheiß auf die Kiste, ich hab keinen Bock auf die Kiste mehr.
Wir müssen ja eh in die Richtung, ey. Ich kann hier auch einfach irgendwo Fracht kaufen gehen, das wäre einfacher. Rum und Zucker bekriegt sich mit Rum und Zucker. Rum und Zucker. Sklavenschiff voraus! Pass auf unsere Brüder auf, Captain! Rum und Zucker!